Hallo und herzlich willkommen bei Pixel Jerks. Mein Name ist Henrik. Heute geht's wieder weiter mit Luigi's Mansion 3. Let's go! So, wir sind jetzt auch wieder in der Lobby. Haben in der Folge zuvor die zwei Geister besiegt. Quasi der erste kleine Bossfight an der Stelle. Und jetzt werde ich immer ein bisschen weiter erkunden. So, hier sind wir wieder bei der Rezeption. Und unser Hund hat was zu sagen oder zu zeigen. Okay. Wir haben da so einen Lichtschalter, so einen Sensor. Komme ich hier drunter durch? Ah, okay. Boah, was ist das da? Ein Schlüssel? Krieg ich den ab? Komm schon. Vielleicht so? Nee. Ah, toll, mit X. Sehr schön, da. Der sieht doch schon mal vielversprechend aus. Dann schaue ich jetzt noch, was wir hier haben. Oh, Geheimöffnung. Und ein Diamant. Den ersten. Okay, dann war das vorhin tatsächlich wahrscheinlich ein Diamant in der Blume. Zahltag, Leute. Am Start. Ich gehe erstmal hoch zu meinem Hunduster. Hundi. Hundini. Ah, und da brauchen wir noch den Schlüssel, okay. Der kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht mehr. War das auch der Böse aus dem ersten Teil? Der kommt mir mega bekannt vor, der Charakter, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, den ersten Teil gespielt, da war ich noch relativ klein und ich habe das alles nur so ganz grau in Erinnerung, ganz dunkel. Oder, aber der ist doch hier irgendwie in dem Bild gefangen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, wir müssen erstmal weiter. Und zwar unserem lieben Hündchen folgen. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Komme ich hier weiter? Ja. Okay, eine Spiegelwand. Das sind diese Hotel-Pagen-Masken, glaube ich, ne? Oh, ein fetter Goldsack. Alter, das gibt Zaste. Dahinter ist ein Tresor. Nice, ein Kristall. Aber wieder ein anderer. Okay, es gibt irgendwie verschiedene Formen. Ich habe jetzt eher einen eckigen, dann so ein Oval und so einen Standard-Diamanten. Alter, hier liegt aber auch viel Geld überall rum. Wenn ich jetzt noch wüsste, was man damit kaufen kann. So, Raum clear. Ist eine Karte, hilft die mir tatsächlich irgendwas? Wo ist denn mein Standort? Ah, da, ne? Genau. Okay. Also, das ist ja hier Fluchtweg, ne? Bei Brand. Rechts runter an den Treppenhaus.
Ja gut, aber gehe ich erstmal hier rechts lang hoch und in Richtung Speisesaal oder Esszimmer oder wie auch immer. Und ich habe hier gerade gemerkt, ich kann euch das nochmal zeigen. Hier mit dem Pro-Controller, ihr seht das vielleicht. Damit könnt ihr euch hier so umgucken. Also entweder mit dem Stick oder hier mit dem Neigen des Controllers. Nett gemacht. Okay, da kommt man angeblich nicht durch. Das bedeutet, wir müssen zurück. Also ich brauche einen Schlüssel. Dann gucke ich mal, ob hier jetzt noch irgendwie was war. Genau, hier ist ja noch ein Raum. Ach nee, da kam ich ja her, ne? Okay, aber der Hund will unbedingt, dass wir dahin nachkommen. Aber ich habe doch gar keinen Schlüssel. Da bin ich jetzt blöd. Nochmal testen. Oder ist er doch irgendwo hier in dem Parfümraum? Habe ich hier was übersehen? Okay, die Jacken kann man hier auch wegziehen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Anscheinend nicht. Aber hier ist doch gar nichts mehr. Außer hier so ein verdächtiges Bild mit Kabel. Ist da ein Kabel dran? Okay, das ist mehr als merkwürdig. Ah, okay. Jetzt sehe ich es im Spiegel gerade hier. Da ist noch ein Sensorschalter. Krass, bin ich blind. Nice, und da haben wir den Key. Sehr geil. Let's go. Noch ein Geist. Die Kollegen schon wieder. Aber auch das. Kein Problem. Okay, jetzt hat man sogar beide gleichzeitig. Krass. Das ging schnell. Ich denke mal, man kann sich dann irgendwie so Upgrades für den Staubsauger holen. Die Plakate hier vorhin schon. Ach nee, die haben mir gerade die Geister aufgehangen, ne? Na egal, wir gehen erstmal hier rein. Und schauen, was uns erwartet. So, wieder ein paar Bilder. Zeitung, dann hier so ein Vorhang. Hier noch einer, den ziehen wir auch mal weg. Wenn das denn geht. Na komm. Ah, hier hinten ist eine Kiste. Aber das kann ich irgendwie gerade nicht wegziehen. Na gut, dann mache ich erstmal den Tresor hier auf. So, was haben wir da? Ist das eine andere Düse? Okay, krass. Was können wir damit anfangen? Okay, damit kann man anscheinend die Bilder irgendwie aktivieren. Okay, das ist interessant. Dann können wir jetzt auf jeden Fall auch einiges machen, weil sowas haben wir schon öfter gesehen. Und hier oben ist eine komische Spinne, eine goldene. Oh, heftig. Das teste ich jetzt mal mit den Bildern. Ja, okay, bei denen kann man nichts machen. Aber wir hatten vorhin so in dem anderen Raum, hatten wir ja das Gemälde mit dem
Typen, wo ich meinte, der kommt mir sehr bekannt vor. Das können wir jetzt wahrscheinlich aktivieren. Dann gehe ich da jetzt auch direkt mal hin. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was passiert. I.Git. Ah, da haben wir doch Luigi. Was hat dich denn hierher verschlagen? Egal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, das zu besprechen. Die Hauptsache ist, dass du hier bist. Gut, dich zu sehen. Hör zu, Luigi, du musst mich hier rausbringen. In diesem Hotel wimmelt es von Geistern. Ergreifen wir lieber die Flucht. No, Mario. Was sagst du da? Deine Urlaubsbegleiter sind allesamt in Bilder gebannt worden. Und jetzt darfst du sie nicht im Stich lassen, meinst du? Du hast dich nicht geändert. Leicht hat man es mit dir nicht. Also gut, ich bin zwar nicht begeistert, aber ich, Professor Immanuel Git, habe eine Idee. Beginnen wir mit dem Wichtigsten, Luigi. Wir müssen sofort zu meinem Auto. Bringst du mich hin? Hey, der neue Schreckweg FLU, den du da trägst, den hast du aus meinem Auto, oder? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell zur Tiefgarage. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass wir von dem irgendwelches Zeug kaufen können. Für unsere Ausrüstung. Der läuft ja auch geil hinterher. So, wo lang geht's nochmal? Ja, genau hier. Durchs große Tor. Zur Tiefgarage, zum schönen, netten Oldtimer. Hey Luigi, sieh dir das da drüben mal an. Mit dem Aufzug erreichen wir die Tiefgarage in Sekundenschnelle. Beeilen wir uns, bevor die Geister uns finden. Okay. Die kommen jetzt sowieso. Luigi, sieh mal, das ist Geld, und zwar jede Menge. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man das trotz aller Gefahren nicht einfach ignorieren sollte. Die Geister scheinen nicht daran interessiert zu sein. Ich hingegen sehr. Es lohnt sich ganz bestimmt, reichlich Geld einzusammeln. Halt die Augen offen und schnapp dir so viel du kannst. So, die schöne Fahrstuhlmusik. Und was zum... Da hat jemand alle Aufzugknöpfe entfernt, bis auf einen einzigen. Was geht hier eigentlich vor? Dem Mysterium können wir uns wohl auch später noch widmen. Jetzt drück erstmal den Aufzugknopf B1. Bam 1. Okay, die schaltet man also auch nach und nach frei. Es hatte nicht den Anschein, als würden deine Urlaubsbegleiter auf E2 gefangen gehalten, so wie es bei mir der Fall war. Die wurden sicherlich auf weiter oben liegende Etagen gebracht. Das heißt, tja, es hilft nichts, wir werden die Aufzugknöpfe benötigen. So, hier der gute alte Geldbaum. Die Garage war... War die hier? Ah, nee, doch nicht. Ich wusste es gerade gar nicht mehr. Oh je. Da freut er sich. So, hier haben wir ein Bild, was ich aktivieren kann. Sehr schön. Da haben wir den zweiten. Und da oben sind ein paar Münzen. Ich glaube, hier war die Garage, ne? Yes. Oh, da ist der Rezeptionist. Möglicherweise der nächste richtige Bossfight. Ja, okay. Okay, die muss man bestimmt
Naja, ich versuche ihn erstmal nur ganz normal zu blenden. Das scheint auch zu funktionieren. Da übrigens immer an diesen Film von damals denken, Casper oder Kasper. Das war irgendwie so ein Film in den 90ern, wo so ein Junge, wie war das nochmal, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber irgendwie so ein Junge in so einem Schloss mit seinen Brüdern oder so, oder Geschwistern, ich weiß nicht mehr genau, die waren in so Geister verwandelt und am Ende des Films waren das denn wieder normale Menschen, glaube ich. Oder irgendwie für einen Abend oder so? Ne, ich weiß es echt nicht mehr. War noch so eine Liebesgeschichte mit drin, aber das war halt auch so ein Classic 90s Film. Wieso kann ich das denn gerade nicht mehr schießen? Irgendwie kriege ich das nicht gebacken. Das hat viel abgezogen. So, jetzt habe ich einen Haken. Die Mütze darf er ruhig mitnehmen. Und wir kriegen was als Belohnung? Was ist das? Okay, das war also der erste richtige Gegner quasi. 99. Ah, ist Max. Ah, das sind die Fahrstuhlknöpfe. Nicht schlecht. 1 und 5. Oho, das sind definitiv Aufzugsknöpfe. Wer hätte gedacht, dass ein Geist sie stibitzt hat? Aber es sind ja nur 2. Ob da wohl irgendwo weitere Geister mit den restlichen Knöpfen herumschwirren? Wahrscheinlich nicht. Nun, das soll uns jetzt nicht kümmern. Gehen wir zunächst einmal zu meinem Auto. Ich möchte dir etwas sehr Interessantes zeigen. Okay. Jetzt hier wie bei James Bond erstmal die Agentenausrüstung abchecken. Ta-ta-ta-ta. Gigidi. Oh, was ist das? Ist das so ein Geisterfang? Falle. Mal gucken. Okay. Krass. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber ich habe schon gedacht, es wäre irgendwie unlogisch, wenn diese ganzen Waffen-Equipment-Sachen in diesem kleinen Oldtimer versteckt sind. Aber so macht das natürlich mehr Sinn. Gehen wir das mal abchecken hier drin. Willkommen in meinem Labor. Bei diesem transportierbaren Labor handelt es sich um eine weitere meiner brillanten Erfindungen. Robust, sicher, klimatisiert. Was will man mehr? Ich wusste immer, dass ich eines Tages brauchen würde. Dass ich es eines Tages brauchen würde. Wie gut, dass ich es mit hierher gebracht habe. Du willst wissen, warum ich hier im Hotel bin? Das ist eine lange Geschichte. Hier die kurze Version. Man hat mich hereingelegt. Ich erhielt eine Einladung von einer Person, die sich als Inhaberin dieses Hotels ausgab. Besagte Dame verkündete, dass sie eine wertvolle Sammlung von Geistern aus der ganzen Welt besitze. Natürlich könnte kein Geisterforscher, der etwas auf sich hält, einem so verlockenden Angebot widerstehen. Also nahm ich die Einladung an. Doch als ich hier eintraf, nun ja, es war natürlich eine Falle.
Ich wurde in ein Bild gebannt und meine wertvolle Geistersammlung wurde konfisziert. Damit sind auch all die Geister weg, die du einmal so fleißig für mich eingefangen hattest. Okay. Auch König Buhu, dass ich ihn verloren habe, geht mir richtig unter die Haut. Er ist mein Lieblingsgeist. Was? König Buhu schwebt frei in diesem Gebäude herum? Diese Hotelinhaberin. Was hat sie nur angerichtet? Luigi, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Auch wenn die Chancen schlecht stehen, sei nicht zimperlich und gib alles. Hol mir meine Geistersammlung zurück. Den ersten Schritt hast du bereits getan, indem du einige Geister gefangen hast, Luigi. Es ist Zeit, mir die jetzt zu übergeben. Okay, sehr gut. Übertragung beginnen. Soweit, so gut. Dann fang fleißig weiter Geister und denk dran, immer mal im Labor vorbeizuschauen. Ich richte jetzt die Galerie ein, in der du die Geister betrachten kannst, die du bereits gefangen hast. Wow. Warum guckst du so komisch, Luigi? Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Oh, natürlich. Du musst ja auch deine Freundin und deinen Bruder retten. Daran hatte ich gerade überhaupt nicht mehr gedacht. Aber egal, du musst dieses Hotel ohnehin bis in den letzten Winkel erforschen, ob auf der Suche nach Freunden oder nach Geistern. Um dir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich dir eine meiner bis dato großartigsten Erfindungen. Lol, Virtual Boy. Virtual Boo. Die Oculus Quest der Vergangenheit. Ich nenne sie Virtual Boo oder kurz VB. Geil. Ein innovatives Hightech-Gerät, das virtueller Realität eine Farbe gibt. Rot. Schick, nicht wahr? Rot ist momentan der letzte Schrei. Wart's ab, bis ich mit dem Marketingmaterial fertig bin. Dann wird sich der VB wie warme Semmel verkaufen. Das gleiche denkt man auch bei Virtual Reality Brillen. Über den VB kannst du jederzeit mit mir kommunizieren. Vielleicht können wir das ja später kurz ausprobieren. Drücke Plus, um einen Blick auf den VB zu werfen. Der zeigt unter anderem auch an, welche Aufgabe du gerade zu lösen hast. Nützlich, nicht wahr? Ach, ich habe noch etwas für dich. Diesen Detektor Graphen solltest du als allererstes für mich im Aufzug anbringen. Was genau das ist, erläutere ich dir später. Jetzt geh und installiere ihn zunächst einmal. Also begib dich umgehend zum Aufzug. Ich verlasse mich auf dich, Luigi. Okay. So, hier kann man auch ein paar Sachen auswählen. Mehr Spieler zum Titelbildschirm, Karte, Galerie und Co. Aber ich gehe erstmal wieder zum Hotel erforschen. Jedoch, bevor es weitergeht, würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle wieder einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein!